Herzlich willkommen zur heutigen Folge hier auf Marsch. Wir werden jetzt zum Feld Nummer 12 fahren und da Düngen vorbereiten. Düngen geht noch nicht, und da ist Bodentemperatur. Aber ich will vorbereitet sein, sobald die Meldung kommt, es geht. Wir müssen durch den Gas geben, wir haben nachts, ne? Dunkel. Ja, wir. Winter geht zum Regen, ne? Kein Schnee gehabt, zwar Frost, aber kein Schnee. Ganz gut so. Dadurch können wir ganz gut starten. Unser Programm, Aussaat, was wir uns vorhaben, ne? Später kann noch gedüngt werden hier unsere Getreide. Und ja, alle Früchte, alles, ne? Wir bereiten das mal jetzt massiv vor. Es ist dunkel. So, jetzt haben wir eine Wiese Nummer 12. Im nächsten Jahr wird es eine andere Wiese werden, dann werden wir sehen. So, das berechnen wir später. So. Gut. Das Düngen ist vorbereitet soweit. Der von der 2 muss ja auf der 15 fahren. Also haben wir kein Problem sein. So. Nur noch kurz belegen. Jetzt müssten wir den Baumkopf wegnehmen, ne? Das machen wir auch gleich. Das ist gestört, bevor wir hier richtig anfangen können mit der Feldarbeit, müssen wir hier mal ganz kurz. Und einen schweren Jungen holen, ne? Dann hier die Baumkopf drin warten. Drüben würden sie stören. So. Vielleicht gucken wir unsere Silage noch. Wir müssen auch starten. Bisschen. Berg da, wo der Schnee gefallen ist. Sieht zwar aus, als er läuft, aber läuft nicht. Das ist ja der Schuss dabei. Jetzt läuft er. Das ist ungünstig, ne? Also da gibt es da weg. Okay. Ja. Nur eine Schneefräse oben hat. Steht, ne? Komisch. Ach so. Muss ein bisschen fahren. ein bisschen verdienen wollen wir ja noch, ne? Heute Nacht, ne? Wir müssen verdienen. Das ganze Problem. Ohne Mord geht los. Der macht eine Pause, ja, eine Leitpause. Wir müssen nach vorne ein bisschen hochheben. Gut, läuft. So. Auf geht's.
einmal läuft. Mal gucken. Raus ist der ungünstig. Recording da. Da komme ich durch. Oh, hier ist ein Weg. Oh, Straße. Voll Leuchtkraft anmachen, ne? Ja, hier vorne ist ein bisschen viel, ne? FPS-mäßig ist hier vorne ein bisschen schlecht. Aber nicht vor allem die ganzen Systeme. So. So. Runter. So ist das Fahrzeug runter. Hey. Können wir auch hier wissen, beim nächsten Mal das Feld vergrößern. Und da sind noch 7 Leute hier. Ja, ein Stück nach aller, ne? Vor allem hier mit dem Kleben. Die letzten zählen nicht. Zentimeter vom Holz. Muss aber eigentlich normalerweise ein bisschen zählen. Also, sind da nicht viel mehr, aber 2-3. Ja, ich kann unsere Bäume mal ein bisschen wachsen. Richten sie einfach ein bisschen. Die sollen ja 7 Jahre rauchen, ne? Also wachsen. Das ist hier reell auch unrealistisch, weil das ja ziemlich kurz ist, aber gut, man muss ja entsprechend alles realistisch machen. Wenn wir in Echtzeit spielen würden, dann würden wir hier die Ernte im Jahr nicht reinkriegen, ne? Also das hieße tagelang fliegen, ne? Und dann kriegen wir bald Bäume, die nur in Größe sind. Die sind alle haben maximale Größe. Sehr lange, ne? Das wird in derselben Zeit reif an Holz gehen, aber, ne? Eine Menge her. So, sorry. Ein Rest war doch gewesen. Stopp.
Baumspitze. So eine Fitzelei weggefräst, also in dem Fall war es nicht gleich gewesen. So, einklemmen. Das Licht blendet ganz schön durch. So. Aber hier soll ich die Wolke machen. Hier können wir unser Fleisch und unser Dieselfahrzeug zurückbringen. Ne? Ist ja auch eine Sicht heute hier. So, wir können mal auf 30 gehen. Ach, hier war 60, ne? Das soll's, ne? Wenn wir nichts sehen, ist ja auch blöd, ne? Und nachts hätten wir sonst auch nichts gemacht. Normalerweise nicht lange schlafen. Ganz am Anfang hab ich das gemacht. Und da sind mir Tiere gestorben nachts. Irgendwann mal. Was wenn da hier der, ja, der Wachstum nicht durchgeht, so ungefähr. Das kam halt auch so vor, da ist mir auch alles nicht reif geworden. Hopfen nicht und alles andere auch nicht. Zum Schluss. Das war ganz schlimm. Das ist ja eigentlich, wenn die Ente nicht einfahren kannst, die Tiere beim Kort mal tot gehen, dann gehst du fast beim Kort, ne? So. Was haben wir noch Schönes? Da schauen wir ganz kurz im Menü rein. Was unsere. So. Wir haben jetzt Winter. Das Sommer. Winter. Winter ist Winter. So. Also für die Aussage ist aktuell noch zu kalt. Für alles. Aber wir könnten auch sehen, rein theoretisch und praktisch gesehen, Hopfen können wir bei 5 Grad auch sehen. Dann werden wir das schon mal vorbereiten, ne? Wir wollten die Felder pflügen, ne? Ja, das wollten wir eigentlich. Die Felder 17, 18 müssen gepflügt werden. Heißt, gut nachdenken, den großen. Das ist ohne den großen Traktor. Gewicht von hinten nach vorne nehmen, ne? Macht Sinn, ne? So, dann kann man überlegen, ob wir unsere auf den richtigen Punkt nehmen. Müssen wir diese beiden verkaufen. Garage. So. Recht teuer.
So. Flügel. Das ist ja alles 400 Meter. Der macht 10 Meter und der macht 6. Schön, ne? Ich wollte gerade sagen, ich hatte den jetzt nur. ausbekommen, aber das ist ja nicht, das ist ja nicht drin. Ne? Gut, Universalflugkar, Streifenkörper. Das ist übrigens dafür gedacht, wenn jemand einen Lehmboden hat. Ne? Wir nehmen den für Lehmboden. Ein Dorn ist hier Lehmboden. So, den holen wir jetzt ab. Wenn man eine andere Rechnung verkocht, weiß ich auch nicht. Auf geht's! Also normalerweise ist nichts zu sehen, was irgendwie dramatisch wird. Ne? OBS mit 10% dunkel. Da müsste eigentlich für gehen, normalerweise, wie ich tue. Zum Adapter. So. Gucken wir mal, wo es steht. Genau auf der Straße. Da können wir nämlich leicht fliegen. Nach Erdfrüchten muss geflügt werden. So passt. Auf geht's! Aber die Innensicht, ne? Tiere transportieren sind absichtlich nicht, weil das wäre jetzt für die Tiere. Oh! Oh, der Frühling ist da! So, Einnahmen BGH. Oh, enttäuschend, aber gut. Kreditzinsen. Ja, viel war es nicht, aber wie gesagt, die Lage bringt nicht viel. Und die Gülle auch nicht. So, aber wir haben noch minus 1, minus 2. Auch wenn es jetzt schon Frühling wird. Machen wir zuerst, was Blütenfeld war. Hinstellen. Das ist ein Zeichen, dass ich die Folge beenden darf. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein, für die heutige Folge. Dann sagt mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Ja, vielleicht sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Reinschauen. Tschüss und ciao. Bis dann. Tschüss.